Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du ein Datenbank-Backup am SQL Server einspielen kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Ich befinde mich nun am SQL Server mit dem SQL Server Management Studio und möchte auf diesem SQL Server ein Datenbank-Backup einspielen. Beispielsweise in diesem Fall ist es das AdventureWorks Datenbankmodell, welches ich bereits schon mehrfach eingespielt habe und möchte euch das zeigen, wie man das macht. Dazu selektiere ich mit der Maus die Datenbank und habe darin eine Option, und zwar Restore Database. In diesem Menü kann ich nun ein Backup einspielen oder auch eine bestehende Datenbank neu einspielen. Ich kann in der Auswahl Datenbank oder Device entsprechend auswählen. Möchte ich eine Datenbank neu einspielen, so muss ich über die Datenbank die entsprechende auswählen. Besitze ich aber in unserem Fall eine Datei, eine Backup-Datei mit der Endung bug, so muss ich Device auswählen und habe dann ein weiteres Fenster, in dem ich angeben kann, ob ich jetzt von einer Datei oder einer URL laden möchte. Ich wähle Datei aus und selektiere nun meine AdventureWorks Datenbank Backup-Datei. Ich bestätige mit OK. Und sehe, dass diese nun entsprechend hinterlegt ist und habe nun weitere Möglichkeiten. Und zwar wird bereits für das Einspielen dieser Datenbank ein Name vorgeschlagen, und zwar so, wie diese Datei heißt. Ich kann diese aber auch umbenennen. Und zwar möchte ich möglicherweise einfach nur einen anderen Namen und wähle diesen als AdventureWorks Backup aus und erhalte auch noch zusätzliche Informationen, und zwar wann das letzte Backup erstellt worden ist. Nun, wenn das alles in Ordnung ist, bestätige ich mit OK und die Datenbank wird nun Stück für Stück auf diesem SQL Server eingespielt und erhalte nun die Meldung, dass dies erfolgreich passiert ist und sehe bereits, dass nun diese Datei AdventureWorks Backup als Datenbank eingespielt worden ist. Ein Blick auf die Tabellen bestätigt uns, dass es erfolgreich war. Es gibt nun neben diesem Menü oder Wizard Möglichkeit auch noch eine Möglichkeit über SQL die gleiche Vorgehensweise durchzuführen. Und zwar wähle ich in diesem Fall als Abfrage ein neues Fenster aus und selektiere in der Datenbank die Master und kann dann mit dem Befehl Restore Database AdventureWorks Backup 2 from disk und anschließend das Verzeichnis, wo ich die Datei gespeichert habe. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Erfahrungen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!